Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Guten Abend, herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie alle ganz herzlich. Willkommen an Bord. Die Witzklappen sind geneigt. Das Gag-Fahrwerk ist ausgefahren. Bitte klappen Sie Ihre Kinnlade sicherheitshalber nach unten und bleiben Sie angeschnallt, bis wir die endgültige Pointe erreicht haben. Ja, meine Damen und Herren, Sie merken es, wir streiken nicht. Im Gegensatz zur Lufthansa, beziehungsweise Bodenhansa. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich gerade unsympathischer finde. Den Streik der Piloten oder die Leute, die sich darüber beschweren, dass sie nicht nach Hause kommen, weil ihr Flug von Köln nach Düsseldorf nicht geht. Besserverdienende streiken für 20% mehr Gehalt und behindern dabei andere Besserverdienende, deren Lufthansa-Flüge ausfallen. Natürlich tut es mir auch leid. So ist es nicht. Es tut mir schon leid. Irgendwo. Ich fühle das schon mit. Ich habe mir zum Beispiel heute Morgen noch aus Solidarität mit den Lufthansa-Passagieren einen Plastikbecher Tomatensaft in den Schritt gekippt. Also, das mache ich schon. Ne? Wenn man helfen kann, wenn man solidarisch sein kann, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite gönne ich natürlich auch den Piloten jede Gehaltssteigerung der Welt. Sollen sie ruhig mehr kriegen. Ich habe nichts dagegen. Ich meine, die sehen natürlich jetzt schon verdammt schick aus in ihren Uniformen. Aber mit 20% mehr. Jetzt haben Sie aber mitbekommen, protestiert gerade schon das Lufthansa-Bodenpersonal gegen die streikenden Topverdiener im Cockpit. Nach dem Motto, die da oben machen ja eh, was sie wollen. Es reicht uns. Und der Streik schadet dem Unternehmen Lufthansa natürlich massiv. Es gibt schon interne Überlegungen bei der Lufthansa. Wenn das jetzt so weitergeht, dann überlegen die den Flugzeugen, die Flügel abzuschrauben und ins Fernbusgeschäft einzusteigen. Bushansa quasi. Aber vielleicht mal so als kleiner Tipp. Wenn man als Unternehmen sagt, wir können uns höhere Gehälter nicht leisten, dann sollte man eventuell als Vorstand mit gutem Beispiel vorangehen. Da gab es aber gerade einen ordentlichen Schluck aus der Pulle. Der Lufthansa-Chef persönlich bekommt 300.000 Euro mehr. Wie passt denn das zusammen? Hä? Sie bekommen 300.000 Euro mehr. Geben Sie damit ein gutes Vorbild ab. Wie gesagt, sowohl Tarifverhandlungen für unsere Mitarbeiter wie auch Gehaltsverhandlungen für unsere Führungskräfte führen wir nicht in der Öffentlichkeit. Nee, genau. Über Gehalt generell bei der Lufthansa. Über Gehalt wird nicht öffentlich gestritten bei der Lufthansa. Ist ja gut, dass er das nochmal sagt. Wäre mir sonst gar nicht aufgefallen. Ich persönlich finde den Pilotenstreik gar nicht so schlimm. Ich finde Streik generell nicht schlimm. Ich mag es gerne etwas entschleunigt. Und das ist halt eine erzwungene Entschleunigung. Und was ich sehr gern mache, wenn Streik ist, ich fahre dann mit der S-Bahn zum Flughafen und höre mir da an, wie die Leute meckern. Das macht mir irgendwie Spaß. Ja? Das sind immer Leute, die sich aufregen. Ich könnte kotzen, schon wieder Streik, ich könnte kotzen. Das sind die sogenannten Streikbrecher. Ja? Gibt's immer. Ich könnte kotzen, schon wieder Streik. Und ich höre mir das dann an und muss lachen. Und was ich wirklich liebe am Pilotenstreik, das sind diese Berichte in den Nachrichten. Die immer gleichen Bilder und Phrasen, die entspannen mich wirklich kolossal. Jakob Leube geht das anders, aber der muss die Beiträge ja auch machen. Ich stehe mal wieder an einem Scheißflughafen in München, Hamburg. Frankfurt. Frankfurt. Seht doch eh alles gleich aus. Und vom Pressehans, der Lufthansa, wie immer das gleiche Blabla. Bla 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 bla. Wir haben ein vernünftiges Verhandlungsangebot vorgelegt. Bla bla bla. Und schuld an dem Streik sind einzig und allein die doofen Piloten. Bla. Sie wundern sich, warum jetzt ein Bild von einem Cockpit kommt? Weil natürlich der Cockpitsprecher antwortet. Verhandlungsangebot völlig inakzeptabel. Bla bla. Schuld bla bla. Die Lufthansa. Bla bla. Selber doof. Dann noch ein paar belanglose Bilder und Floskeln wie die Forderungen der Piloten sind abgehoben. Der Kranich hat lahme Flügel. Aus Lufthansa wird Frusthansa. Scheiß Streik. Ja, wie soll ich denn jetzt hier wegkommen? Ja, mit der Bahn. Was? Meinst du das ernst? Ja, komm. Und weil ich so ein eitler Typ bin und meine Oma sich freut, mich mal wieder im Fernsehen zu sehen, spreche ich am Ende noch ein Fazit in die Kamera. Auch hier, ne? Hey, Alex, grüß dich. Nichts Genaues weiß man nicht. Nach dem Streik ist vor dem Streik. Und somit gebe ich zu... Später, nach der Schicht, Raucherbox, Whisky-Cola? Ja, du Dosen, ich kippen, wie immer. Damit gebe ich zurück nach Hamburg. Ein Film von Freddy Radeke. Und es gibt
Es gibt neue Fun Facts vom President-elect Donald Trump. Jetzt zweifelt er das Ergebnis der US-Wahl an. Er, der Gewinner der Wahl, sagt, es habe Manipulationen gegeben. Wie er darauf kommt? Wahrscheinlich hat er ein Interview mit sich selbst gesehen und sich gedacht, den Honk kann doch keiner ernsthaft gewählt haben. Leute, Leute, Leute. Es war ja eigentlich die Grünen-Kandidatin Jill Stein, die in 3 Staaten Neuauszählungen beantragt hat. Und das fand Trump unverschämt. Er sagt, da ist alles korrekt gelaufen. Er hat in allen 3 Staaten absolut fair gewonnen. Das haben ihm auch die Russen noch mal genauso bestätigt. Und wahrscheinlich erzählt er jetzt aus Rache irgendwas von illegalen Stimmen für Clinton. Keine Ahnung, was das sein soll. Illegale Stimmen. Aber Trump weiß schon, was zu tun ist. Er wird eine Mauer vor die Wahlkabinen bauen und die illegalen Stimmen nach Mexiko abschieben. Viele freuen sich, habe ich das Gefühl. Ne? Auch in Deutschland freuen sich viele. Mensch, endlich mal ein neuer Stil in der Politik. Durch Trump kommt einfach mal frischer Wind da rein. Und das stimmt schon, man kann schon rein optisch erkennen, es ändert sich einiges. Und Trump orientiert sich durchaus an anderen Staatsmännern. Er wohnt anders zum Beispiel als bisherige Präsidenten. Hier, das Wohnzimmer der Trumps ist ja sagen wir mal, im klassischen Diktatorenschick der frühen 80er gehalten. Oder ich weiß nicht, ob Sie ein erstes Interview nach der Wahl gesehen haben, bei 60 Minutes, auf was für Stühlen die da saßen, Familie Trump. Da habe ich mich gefragt, von wem hat er sich da inspirieren lassen? Ich kann es Ihnen sagen. Von Recep Tayyip Erdogan. Und man sieht auch an Erdogans Sessel, da ist auch Luft nach oben noch für Trump. Trumps Hang zu Raubtieren im Wohn- und Essbereich, kennen wir auch. Hier, ne? Das Foto ist echt, das haben wir nicht bearbeitet. Ne? Es ist ein Originalfoto von Familie Trump. Hier der Sohn, schön. Ne, auf dem Ausgestopften und so weiter. Ich weiß auch nicht, wo hat er das her? Diese Neigung, da gibt es bestimmt auch Vorbilder, Autokraten, die sowas gerne machen mit Raubtieren, mit Ausgestopften. Wen gäbe es da? Ach so, Gauck, natürlich, ja, stimmt. Das ist natürlich ein Stil. Das gibt es natürlich nicht bei Ikea. Das gibt es nicht bei Ikea, höchstens bei Ikea Deluxe. Ikea Deluxe gibt es auch, ne, für geschmacklose Potentaten. Da gibt es dann nicht das Regal Billy, da gibt es dann das Regal Teuri. Und weil er so schick eingerichtet ist, der Trump, empfängt er auch Staatsgäste am liebsten bei sich zu Hause. Zum Beispiel den japanischen Premier. Hier, ne, das war der Empfang. Das war der einzige Raum, der frei war. Es war das Gästeklo. Und was dann bei den Japanern für Verwirrung sorgte, das war ja, dass auch Trumps Tochter mit dabei saß, mit ihrem Schnösel-Ehemann. Weil die halt gerade mal in der Nähe waren. Später kam dann noch die Oma dazu, der verrückte Schwippschwager und der Hund. Und alle haben mitdiskutiert. Und der 10-jährige Sohn hat dann am Ende noch mit Playmobil vor den Japanern Pearl Harbor nachgestellt. Also die Familie ist einfach mit dabei, so ist es bei den Trumps. Berufliches und Privates wird einfach miteinander vermischt. Der Trump Tower wird demnächst zur White House Filiale Nord. Ja, er will ja möglichst viel in New York sein und wie das dann aussieht, ob da vertrauliche Unterlagen auch dann richtig abgelegt werden. Keine Ahnung. Ich habe jedenfalls gehört, Trump hat Melania schon mal den Code für die Atomwaffen auf den Hintern tätowieren lassen, damit er nicht vergisst, wo der ist. Immerhin hat er jetzt angekündigt, sich aus seinem Firmenimperium komplett zurückzuziehen, um Interessenskonflikte zu vermeiden. Ich wusste gar nicht, dass das Wort für ihn existiert, muss ich sagen. Interessenskonflikt. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich meine, ich habe immer gedacht, Interessenskonflikt, was wäre ein echter Interessenskonflikt für Donald Trump? Vor ihm stehen 3 Frauen, er hat nur 2 Hände. Interessenskonflikt. So. Aber ob er seinen Ankündigungen jetzt Taten folgen lässt, sich da aus seinem Firmenimperium zurückzuziehen, das kann man bei ihm nie wissen. Ich finde sowieso, wir wissen viel zu wenig über den designierten Präsidenten der USA. Deswegen haben wir heute den stellvertretenden Vize-Ersatzpressesprecher von Donald Trump hier bei uns, bei Extra 3. Er ist übrigens gleichzeitig sein Neffe, sein Golflehrer und ein ganz heißer Kandidat für das Energieministerium. Herzlich willkommen, Thorsten Sträter. Danke. Ich danke Ihnen. Liebe Deutsche, verehrte Teutonen, geschätzte Hunnen. Ich überbringe Ihnen ein nettes Howdy, ihr Loser, vom zukünftigen Präsidenten der USA, Donald Trump. Sprechen wir offen. Nach der Präsidentschaftswahl fragte die Weltpresse bekanntlich, was kommt als nächstes? Graf Dracula wird Papst, aber allen Unkenrufen zum Trotz.
Donald Trump ist nicht nur der derbste Geschäftsmann der Welt, er wird auch der großartigste Präsident sein. Schon seine Allgemeinbildung ist über jeden Verdacht erhaben. Er wird der klügste Präsident sein, den es je gab. Denn er sieht sich als Präsident aller Menschen und aller Tiere, Gespenster, Frauen, Kräne und vieler Gemüsesorten, wie zum Beispiel Habicht. Donald Trump. Donald Trump hat bereits ein Telefonat mit ihrer Frau Merkel geführt. Ein gutes Gespräch, an dessen Ende Trump sagen konnte: Angie, altes Zirkuspony, nett, dass du durchgeklingelt hast, aber ich spreche kein Deutsch. Das war ulkig. Präsident Trump ist ohnehin über Europa informiert. Brexit zum Beispiel sind knusprige Leckerlis für Katzen. Gibt's auch mit Rind, das sind Insekten mit Hörnern. Trump hilft Amerika, wieder groß zu werden. Er ist eine Ikone mit einer beispiellosen Karriere. Bei aller Beispiellosigkeit, hier mal ein paar Beispiele. Er war in nur 5 Jahren 9-mal Jahrgangsbester auf der Captain Future Akademie für BWL und Serviettentechnik in Illinois. Danke. Er hat mit nichts als dem bräsigen Lächeln eines Mannes, der gerade von einem Schulbus gerammt wurde, 4 Euro-Paletten Klapperdürrer Models weggepimmelt. Er hatte eine eigene Universität im Staat New York, die für $10.000 pro Semester Studentenwirtschaftstipps gegeben hat, wie immer schön Wechselgeld nachzählen. Er hat in New York ein eigenes Hochhaus, deren schönste Beurteilung wie folgt lautet: Leck mich fett, ist das kitschig, Harald Glöckler. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump, oder wie er sich auf Twitter nennt, der goldene Penis der Weisheit, ist ein Titan. Und er ist nicht untätig, seine Pläne sind vielfältig. Beispiel: Das Recht, Feuerwaffen zu tragen, wird ausgeweitet und gilt ab sofort auch für ungeborenes Leben. Dann können sich vor der Entbindung Kinder in Schräglage den Weg freischießen. Und Trump wird einen Deal machen und Palästina an Polen verkaufen. Dann liegen Länder mit dem gleichen Anfangsbuchstaben direkt nebeneinander und man findet leichter was auf der Karte. Trump gelobt feierlich, seinem Land Ehre zu machen und seinen berühmten amerikanischen Namensvettern Donald Rumsfeld und Donald Duck nachzueifern. Also auf alles zu ballern und keine Hose zu tragen. Mr. Trump hat allerdings seine Einstellung überdacht, was das Ausweisen von Ausländern betrifft, nachdem er seine slowenische Gattin beim Kofferpacken erwischt hat. Aber er wird diese Nation wieder groß machen. Mit Hilfe von Menschen, die denken, Guantanamo wäre diese grüne Soße neben den Nachos. Mit dem kleinen Mann eben. Also mit Hilfe eben jener Amerikaner, die sich in einem einig sind. Kein Kasper kann so behämmert sein, dass stattdessen eine Frau Präsident wird. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Thorsten Sträter. Übrigens, ich weiß nicht, ob Sie das wussten, Seehofer, Horst Seehofer hat Trump eingeladen, mal nach Bayern zu kommen. Er sei dort jederzeit willkommen. Ja? Damit hat Trump schon jetzt einen Status, den Merkel nie erreichen wird. Langsam wird er salonfähig, der Trump-Stil. Ich habe wirklich das Gefühl, dieser Mann mit den gelben Haaren wird zum Trendsetter. Auch in Deutschland. Sie haben keinerlei Berufserfahrung und den Wortschatz eines 3-Jährigen. Aber ich mache euren Saftladen great again, weil ich nämlich der geilste Typ der Welt für den Job bin. Sie haben den Job. Früher hatte ich Probleme, eine Arbeit zu finden. Aber das ist vorbei. Ich trumpe jetzt. Und dich? Lass ich in den Knast sperren. Wie bitte? Also früher gab es mit meinen ausländischen Nachbarn immer nur Ärger. Die haben draußen gegessen, die Kinder haben draußen gespielt. Manchmal flog sogar ein Ball rüber. Aber jetzt ist alles wunderbar. So, die Mauer ist fertig. Ich trumpe jetzt.
Billig war das Ganze aber nicht. Na, ist egal. Schicken Sie die Rechnung an Herrn Abdullah von nebenan, der zahlt das. Oh, was sagst du? Früher hat mich nie jemand mitgenommen. Kein Wunder, Trampen ist ja auch was für Loser. Ich trumpe jetzt. Hi. Wo soll es denn hingehen? Ins Weiße Haus. Ja, steigen Sie ein. Alle 11 Minuten wird ein normaler Mensch zum Arschloch. Haben Sie mir da gerade in den Schritt gefasst? Ja. Dann fahren wir mal los, ne? Entdecke auch du den Trump in dir. Vielen Dank, Tobias Döll und Tim Grunendahl. Was für Lehren ziehen wir hier aus der Wahl von Donald Trump? Ursula von der Leyen weiß das. Sie hat jetzt im Spiegel gesagt, wir müssen in der Politik den Mut haben, das Notwendige mehr zu erklären. In einer einfachen Sprache, in Hauptsätzen. Ja. Und ich würde vorschlagen, wir reden auch ganz langsam und deutlich. Nebensätze sind für die Deutschen schon zu kompliziert. Ich habe gehört, von der Leyen will jetzt auch Bücher rausgeben, Literatur in einfacher Sprache. Buddenbrooks zum Beispiel, ohne Nebensätze. Ja. Erstes Kapitel, bei einer Familie in Lübeck geht alles in Bach runter. Punkt, Roman, Ende. Aber wer braucht denn mehr? Wer braucht Nebensätze? Relativsätze zum Beispiel. Das klingt ja schon, als wollte man was relativieren. Oder Kausalsätze. Hat man das Gefühl, man müsste lange dran kauen. Kausalsätze. Wer will denn das? Von der Leyen hat mit dieser einfachen Sprache auch durchaus Erfolg. Sie macht das schon, sie praktiziert es. Und erschließt sich damit ganz neue Wählerschichten. Ich habe die große Ehre und Freude, dass ich heute die Montagsrede halten darf. Und das... Horst Seehofer glaubt ebenfalls, von Trump lernen heißt siegen lernen. Und Seehofer hat gesagt, mir gefällt, dass er die Menschen direkt anspricht und ihre Lebensrealität berücksichtigt. Nicht abstrakt, nicht verschwurbelt, sondern mit konkreten Antworten. Das finde ich gut. Und er hat auch gesagt, die Menschen hätten die ausdruckslose Lyrik satt, die in Deutschland verwendet wird. Klar, mag der Hotte nicht, diese Lyrik. Fanden wir doch alle auch in der Schule schon anstrengend. Goethe, römische Elegien. Lass dich, Geliebte, nicht reuen, dass du mir so schnell dich ergeben. Vielfach wirken die Pfeile des Amor einige Ritzen und vom schleichenden Gift kranket auf Jahre das Herz. Ja, verschwurbelte Lyrik ist das. Kapiert keine Sau. Nix Wu. Es geht einfacher. Es gibt jetzt eine Seehofer-Version von genau dieser Lyrik. Wenn dein Auge zu mir klimpert, freue ich mich, dann wird gepimpert. Ja? Genau. Wir müssen mehr vereinfachen. Wir müssen viel mehr vereinfachen. Der Populismus mit seinen einfachen Lösungen ist ein großes Problem. Und ich sage, wir brauchen jemanden, der für dieses Problem mit den einfachen Lösungen endlich mal eine einfache Lösung hat. Ich wüsste auch schon, wer das sein könnte. Caro Corneli. Ich gründe heute eine attraktive Populistenpartei und verspreche den Menschen alles. Alles, was sie sich wünschen. Das Blaue vom Himmel. Und weil Populisten ja immer gerne gegen alles sind, haben wir auch einen sehr schönen Parteinamen gefunden. WSD. Wir sind dagegen. Gegen EU, gegen schlechtes Wetter und so. Ja, das Übliche eben. Kleines Fähnchen für Sie? Weil wir sind dagegen. Was seid ihr denn für das? In erster Linie sind wir dagegen. In erster Linie dagegen? Ja. Naja, ich bin so ziemlich dagegen, was gerade läuft. Mhm. Also was Konkretes kann ich jetzt nicht sagen, aber... Wir auch nicht, aber wir sind dagegen. Ich auch. Euer Motto ist erstmal gut. Erstmal dagegen gegen das, was alles kaputt macht. Wir sind dagegen. Super! Unser Motto kommt schon mal sehr gut an. So, und jetzt überlegen wir uns mal, gegen was wir genau sind. Wir sind gegen die Flüchtlingspolitik. Ja. Ja. Wir sind gegen Europa. Ja. Ja. Demokratie, nicht unser Ding. Wir sind dagegen. Ja, ich auch. Ja. Diese Idioten in Bonn sitzen, sie haben keinen Kontakt mit Wirklichkeit. Die sitzen in Berlin, aber sie haben keinen Kontakt mit der Wirklichkeit. Ja, das stimmt. Ich mache auch nicht. Die stören uns auch. Mich stören die auch. Und Sachsen mache ich auch nicht. Och, Sachsen. Noch hat unsere Partei, wir sind dagegen, kein genaues Parteiprogramm. Aber ein Punkt steht ganz oben auf unserer Agenda. Weniger Latte Macchiato, mehr Bockwurst und Bommerlunder. Mit einfacher Sprache an die Probleme rangehen. Doch, wir wissen doch, die da oben sind schuld.
Welt-WSD. Wir von der WSD machen das. Wir machen das. Wir kümmern uns um Sie. Zahlen und zahlen und zahlen. Wir ändern das. Mehr Geld? Machen wir. Wenn Sie uns wählen, garantiere ich Ihnen niedrige Steuern, eine schönere Wohnung, besseres Wetter. Besseres Wetter? Jo. In welche Richtung? Sehen Sie sich mal den Himmel an. Blau. Das hat die WSD gemacht. Wir können sowas. Ah, das ist ja super. Ja. Die Partei will ich. Neue Partei, auf jeden Fall alle dafür stimmen, ja? WSD. Tschüss. Mich gefreut? Ja, mich auch, Mensch. Tschüss. Wir wählen Sie auf jeden Fall. Seien auch Sie dafür, dass Sie dagegen sind. Das war Caro Corneli für Extra 3. Vielen Dank, Martina Hauschild. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Caro Corneli sagt den Leuten, was sie hören wollen. Und das macht Facebook ja genauso. Diese sozialen Netzwerke machen es genauso. Die bieten einem ja auch immer mehr von dem an, was man eh schon gesucht hat oder was man gut findet. Und das führt dann zu den sogenannten Filterblasen. Die eigene Meinung wird immer nur noch bestätigt und verstärkt. Facebook sortiert ja vor und zeigt einem nur noch Postings von Freunden und Nachrichten und Meldungen, von denen Facebook glaubt, dass ich sie gerade sehen will. Ich habe das mal ausprobiert. Ich habe 3 Tage lang konsequent nur rechte Inhalte gesucht. Am 3. Tag hatte ich eine Freundschaftsanfrage von Adolf Hitler. Also Facebook sortiert sozusagen nach Interesse des Users, nach Wahrheitsgehalt natürlich überhaupt nicht. Und das ist ein Problem. Das erklärt den großen Siegeszug der sogenannten Fake News. Fake News ist eigentlich schon der falsche Begriff. Es sind ja keine fehlerhaften Nachrichten, es ist Propaganda. Ein Einbrecher ist ja auch ein Einbrecher und kein Fake-Besuch. Ne? Im Internet sehen aber falsche Nachrichten ganz häufig aus wie echte Nachrichten. Und das kann im Extremfall dazu führen, dass man irgendwann Donald Trump für einen echten Politiker hält. Im amerikanischen Wahlkampf ist genau das passiert. Es gab jede Menge von diesen Falschmeldungen. Zum Beispiel diese, dass der Papst angeblich empfiehlt, Trump zu wählen. Es stimmte nicht, es war schlichtweg falsch. Was es gab, war ein offizielles Statement vom Staatssekretär des Vatikan nach der Wahl von Donald Trump. Der hat gesagt, wir werden dafür beten, dass Gott ihn erleuchtet. Das Zitat gab es wirklich. Und Gott hat geantwortet, ich bin zwar allmächtig, Leute, aber das krieg selbst ich nicht hin. Haben Sie gemerkt, ne? Das war wieder Fake. Diesmal von mir. Mehr zu Facebook jetzt von Dennis Gaub und Jesko Friedrich, 2 Männer, denen Sie jederzeit vertrauen können. Willkommen bei Facebook. Was, Sie wissen nicht, was Facebook ist? Ich zeig Ihnen das gerne mal. Also das hier sind Sie, der neue Nutzer. Und im Grunde genommen ist Facebook so etwas wie eine weltweite Cocktailparty, die niemals endet. Unsere Gäste sollen sich bei uns wohlfühlen. Deshalb treffen sie immer wieder neue, interessante Leute, die genau ihrer Meinung sind. Und um herauszufinden, wer mit dir einer Meinung ist, merke ich mir alle deine Daten und Vorlieben. Magst du Fußball? Ja. Und wer wird deutscher Meister? HSV? Ja. War ein Witz. Witzig. Warte mal hier, ich hol dir was zu trinken. Merkel muss weg. Hashtag Volksverräterin. Hashtag Umvolkung. Entschuldigung, wenn ich das kurz kommentieren darf. Umvolkung ist eigentlich ein Nazi-Begriff. Was bist du eigentlich hier? Hashtag schwule Fotze. Aber Fotze schreibt man mit Z. Lass die mal in Ruhe, die brauchen keine Argumente, die haben schon eine Meinung. Genau wie die da, die hier und die da. Hier bei Facebook kriegt jeder seine private Realität. Na, hast du schon irgendwelche Freundschaftsanfragen? Ansonsten suchen wir mal deine alten Klassenkameraden. Wann hast du denn Abi gemacht? 88. 88? 88 gefällt mir. Warum hat der Nazi mich jetzt geliked? Ist doch egal, also wir bei Facebook wollen das gar nicht so genau wissen. Mensch, dein erster Like. Glückwunsch. Ah, lecker Nachrichtenhäppchen. Da haben wir bei Facebook eine Riesenauswahl, aber jeder kriegt nur das angeboten, was er sowieso mag. Flüchtling löscht brennendes Seniorenheim. Flüchtling klaut 40 Liter Wasser. Das
Flüchtling heiratet Angela Merkel wegen Bleiberecht. Das ist doch totaler Quatsch. Und solche Fake News lassen sie einfach so stehen? Naja, wir bei Facebook sind da vollkommen neutral. Hauptsache jeder fühlt sich in seinem Weltbild bestätigt. Aber es braucht doch den öffentlichen Meinungsaustausch. Sonst geht die Demokratie in den Bach runter. Mannequin Challenge! Auch in Deutschland ist es so. Nicht nur in Amerika, auch in Deutschland wird in sozialen Netzwerken gezielt manipuliert. Und es funktioniert. Das zeigt dieses Beispiel aus der Sendung Report Mainz. Mitte November verbreitet sich dieses Posting extrem schnell im Netz. Darin schreibt der angebliche Grüne Tobias Weihrauch, nach Trumps Wahlsieg würden sich der Rechtspopulismus und die AfD durchsetzen. Deshalb müsse man vor der nächsten Wahl so viele Afrikaner und Syrer wie möglich in unser Land holen. Aha, damit die dann schnell die Grünen wählen oder was? Ich meine, da ist irgendwas dran faul, merkt man schon. Und ein echter Grüner würde wohl wissen, wie man integrationswillig schreibt. Ich meine, Integration ist einer der Lieblingsbegriffe eines jeden Grünen. Neben Nachhaltigkeit, Mülltrennung und Grünkohl-Smoothie. Also Integration hat jeder Grüne drauf. Aber was passiert? Innerhalb kürzester Zeit wird das Posting 2200 Mal auf Facebook geteilt. Auch von der AfD. Oft begleitet von hämischen Kommentaren gegen die Grünen. Der rechte Blog Halle Leaks schreibt, grüne Politmade dreht völlig durch. Das Problem ist nur, das Profil war gefälscht. Ein Tobias Weihrauch existiert gar nicht bei den Grünen, aber die Lüge war in der Welt und wurde verbreitet und hat ihren Zweck erfüllt. Telekom-Kunden hatten Glück. Für die gab es nur wenig Fake News in den letzten Tagen. Es gab kein Facebook, keine Fake News, kein Internet. Und wie das Essen aussah, musste man seinen Freunden persönlich beschreiben. Die Telekom ist einem Cyberangriff zum Opfer gefallen. Eher zufällig, wie sich jetzt herausgestellt hat. Besorgte Bürger fordern bereits, alle Cyber sofort und unverzüglich in ihre Heimatländer abzuschieben. Auch die Bundesregierung ist alarmiert und nimmt die Cyberattacken sehr ernst. Wir schalten mal live ins Headquarter der Taskforce Cyberabwehr. Oh, gerade keiner da. Sonst herrscht da Hochbetrieb. Aber zumindest die Telekom hat so schnell wie möglich reagiert. Techniker ist unterwegs. Bitte halten Sie sich morgen von 8 bis 18:30 Uhr bereit. Ja, Sie haben halt nur den einen. Es gibt nur den einen Techniker. Es gibt im ganzen Telekom-Kundendienst überhaupt nur zwei Leute. Der eine ist eben der Techniker. Der andere pfeift die Melodie in der Warteschleife. Zum Thema Telekom nun unser extra Superexperte Heinz Strunk. Zählen auch Sie zu den 900.000 Telekom-Kunden, die tagelang von der Außenwelt abgeschnitten waren? Dann habe ich für die nächste Internetpanne ein paar Tipps für Sie. Erstens, ziehen Sie den Stecker vom Telekom-Router und warten Sie eine Woche. Dann Stecker wieder rein und Daumen drücken. Zweitens, sollte das Problem weiterhin bestehen, schrauben Sie den Router dreimal hintereinander auf und wieder zu. In der Sprache der Telekom nennt man das einen kontrollierten Neustart. Drittens, haben Sie dann immer noch kein Internet, ändern Sie Ihr Router-Passwort. Passwort vergessen? Tja, dann wird's eng. Die Service-Hotline der Telekom kann Ihnen zurzeit leider auch nicht helfen, denn da läuft in Endlosschleife ein eher allgemein gehaltener Infotext. Die Häufung des Fehlerbildes in den Ballungsgebieten ergibt sich aus der Bevölkerungsverteilung und ist somit ausschließlich ein statistisches Ergebnis. Gecheckt? Siehste. Seit dem Börsengang vor 20 Jahren taumelt der Teledino von einem Skandal zum nächsten. Die vermeintliche Volksaktie wurde zum Totenschein. Zehntausende Kleinanleger in den Ruin getrieben. Da könnte sich selbst Carsten Maschmeyer eine Scheibe von abschneiden. Was lernen wir daraus? Die Telekom würde gern ein kundenorientierter Global Player sein, ist aber geblieben, was sie immer war. Ein verrotteter Tante-Emma-Laden ohne Visionen. Die einzige Chance liegt in einer radikalen Wende. Sofortiger Aufstieg aus Internet und Mobilfunkgeschäft. Zurück zum Festnetz. Das gute alte Ortsgespräch für günstige 23 Pfennig. Die komplizierten Auslandsgespräche übernehmen Mitbewerber. Stattdessen werden Milliarden in den flächendeckenden Ausbau von sogenannten Telefonhäuschen 2.0 gesteckt. Das heißt Zelle kombiniert mit Heizpilz. Name der Innovation? Telepilz. Die Telekom wird dann auch wieder umbenannt in
Deutsche Reichspostabteilung Fernsprecher. Bock drauf? Die Telekom muss ihre Unternehmensstrategie dringend ändern. Denn die drei unbeliebtesten Branchen in Deutschland sind laut aktueller Umfrage Urologen, Waffenhändler, Telekom. Gibt man bei Google etwa die Kombination Telekom und Hass ein, erhält man 137.000 Treffer. Dazu die Leidensgeschichte von Herrn R. aus W. Als ich vor einem Jahr umgezogen bin, hieß es bei der Telekom, mein Anschluss würde in den nächsten 24 Stunden freigeschaltet. Doch nichts passierte. In den kommenden Wochen verbrachte ich durchschnittlich etwa 6 Stunden täglich in der Warteschleife. Langsam bekam ich Hunger. Dann geschah das Wunder und ich kam durch. Mit letzter Kraft schilderte ich mein Problem. Antwort des Sachbearbeiters: Wenn Dummheit klingeln würde, dann bräuchten Sie kein Telefon. Unaufgelegt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen recht schönen guten Abend. Vielen Dank, kein Stumm. Was bei der Telekom Störung heißt, heißt bei der Bahn übrigens WLAN im Zug. Genau genommen heißt es Wi-Fi on ICE. Das heißt, Wi-Fi on ICE ist aber egal, wie es heißt, es funktioniert nicht. Und wenn es mal funktioniert, ist es wahnsinnig kompliziert. Bahn eben. Bitte beachten Sie, das WLAN-Kennwort verkehrt heute in umgekehrter Reihenfolge. Und das Passwort wird in Hamm geteilt. WLAN im Zug wäre eine praktische Sache, könnte man wirklich gut gebrauchen. Es klappt aber nicht. Nun muss man aber fairerweise sagen, es ist ja so im Leben. Wenn irgendwo was nicht funktioniert, was man eigentlich bräuchte, funktioniert garantiert anderswo irgendetwas einwandfrei, was man überhaupt nicht braucht. Jens Barkhorn. Also der funktioniert auch, aber der hat den Beitrag gemacht. Sie verstehen schon. Diese Bahnschranken funktionieren einwandfrei. Seit 6 Jahren. Den Bahnübergang im sächsischen Gelenau hat man extra für Radfahrer gebaut. Alles nur für die Sicherheit. Und der Bahnübergang ist sogar so sicher, dass die Radfahrer gar nicht erst über die Gleise müssen. Denn es gibt an dieser Stelle überhaupt gar keinen Radweg. Hat's auch nie gegeben. Ein wenig verrückt, einen Radweg nicht zu haben und einen Bahnübergang schon im fertigen Zustand hier vorzufinden, das ist schon komisch. Wieso denn komisch, Herr Mayer? Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr plant den zukünftigen Radweg einfach nur sehr akribisch. Aktuell sind wir dabei, den Antrag auf Planfeststellung vorzubereiten. Er soll im kommenden Jahr 2017 bei der zuständigen Planfeststellungsbehörde eingereicht werden. Danach folgen nur noch fachliche Prüfungen, Auslegungen, Anhörungen, Baurechtserteilung und so weiter und so weiter. Dann ist der Radweg also vielleicht schon in ein paar Jahren fertig. Es geht voran in Sachsen. Es wird schon jahrelang geplant, es gibt keine ordentliche Planungslage, es gibt kein Baurecht, aber das Einzige, was es gibt, ist dieser Bahnübergang, der vom Nirvana ins Nirvana führt. Ach, alles halb so wild. Das ist eben was für sportliche Radfahrer. Einfach das Fahrrad den Straßengraben runtertragen, den Bahnübergang wieder rauf, 5 Meter radeln und auf der anderen Seite wieder runter. Und dann ab ins Nirvana. Da soll noch einer sagen, wie knapp 30.000 Euro für die Schrankenanlage sind falsch angelegt. Ja, ein paar tausend Euro kommen noch dazu. Wenn der Radweg erst in ein paar Jahren kommt, dann muss man sicherlich auch diesen Bahnübergang sanieren oder zumindest in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzen. Und das erscheint mir sehr wahrscheinlich. Na schön, aber immerhin wird dieser Übergang, der von niemandem genutzt wird, regelmäßig von Bahnmitarbeitern gewartet, damit alles reibungslos funktioniert. Denn, mal im Ernst, wie sollen die Radfahrer sonst über die Gleise kommen? Ach so, da gibt's ja schon einen Bahnübergang. Ja, das geht natürlich auch. Der türkische Präsident Erdogan ist mal wieder ziemlich aufgeregt. Er droht damit, die Grenzen zu öffnen und Flüchtlinge nach Europa durchzulassen. Außerdem will er die Todesstrafe wieder einführen in der Türkei. Kann er sich nicht mal wieder ein bisschen beruhigen? Wie wär's mal mit einer Runde Mensch Erdogan dich nicht? Erdogan hat ja mit seiner Drohung reagiert auf den Beschluss des EU-Parlaments, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei einzufrieren. Und die EU wiederum hat reagiert auf diese wahnsinnige Säuberungswelle in der Türkei nach dem Putsch. Es wurden 110.000 Staatsbedienstete entlassen, weil sie beim Putsch mitgeholfen haben, angeblich. Ich meine, klingt das realistisch?
planen Sie mal einen Putsch mit 110.000 Beamten. Ja, nach einer Stunde machen die alle Pause. Ja? Gesetzliche Mittagspause. So, und der Putsch war abends um 10. Da ist doch von denen keiner mehr da. Fast jede Woche werden tausende Beamte entlassen. Immer wieder ist wieder 15.000, auch nochmal 15.000 und wieder 15.000. Wer schmeißt da überhaupt noch den Laden? Wie ist der Staat überhaupt noch organisiert? Ich habe gehört, Erdogan macht jetzt alles selbst, alles. Tagsüber regiert er und abends geht er noch als Politesse durch Ankara und schreibt Knötchen. Merkel hat jetzt auch dafür plädiert, die Beitrittsverhandlungen auszusetzen. Das Problem ist nur, Erdogan interessiert das alles nicht mehr. EU-Beitritt. Den interessiert nur noch, was seine Anhänger über ihn denken. Er spricht quasi Türkisch für Anhänger. Und die Drohung, dass er nicht in die EU kommt, ich meine, das ist alles vorbei. Diese Drohung kommt 10 Jahre zu spät. Damals hätte ihn das eventuell noch beeindruckt. Aber Sie können ja auch nicht Ihren 17-jährigen kiffenden Sohn bestrafen mit so. Sendung mit der Maus ist heute gestrichen, Freundchen. Die EU ist überfordert. Ich habe das Gefühl, wie überforderte Eltern, oder? Die EU weiß nicht mehr, was sie machen soll. Was können wir tun? Welche Erziehungsmaßnahmen greifen überhaupt noch bei unserem Recep Tayyip? Und vielleicht sollten wir uns da als EU mal wirklich professionelle Hilfe holen. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute eine Expertin im Studio haben. Ich begrüße ganz herzlich die Familientherapeutin Dr. Ann-Kathrin Schwandt-Pattberg. Frau Dr. Schwandt-Pattberg, ich bin so froh. Ich bin so froh, dass Sie heute Zeit haben. Ich weiß wirklich nicht, was wir noch machen sollen. Wir haben so große Probleme mit unserem Recep Tayyip. Ja, er droht uns, er wittert überall Verschwörungen, er terrorisiert alle um sich herum und bei der kleinsten Provokation geht er in die Luft. Ich weiß gar nicht, was ist das? Wie kann man sich ein solches Verhalten erklären? Dafür gibt es einen Fachbegriff: Pubertät. Der ist 62. Ja, die Jungs sind da manchmal ein bisschen hinterher. Ist das jetzt wirklich Pubertät? Ich meine, wissen Sie, was er letztens gemacht hat? Er hat uns wirklich damit gedroht, die Grenzen zu öffnen und Flüchtlinge rauszulassen. Oh, das wird er nicht tun. Nein? Den Flüchtlingsdeal aufkündigen, das gäbe ja Taschengeldentzug von der EU. 4,5 Milliarden Euro sind eine Menge Geld in dem Alter. Was mal hoffen. Ich bin mir nicht sicher. Er ist nicht mehr richtig zurechnungsfähig. Ich frage mich wirklich, was wir mit ihm machen sollen. Vielleicht mehr Grenzen setzen oder mehr Klartext reden? Mal mehr Sanktionen? Vielleicht auch Sanktionen? Das ist jetzt eine ganz sensible Phase. Die Pubertät ist die Zeit, in der der junge Mensch sich seines Ichs und seines Über-Ichs bewusst wird. Bei Erdogan kommen noch ein Unter-Ich, ein Widerlich und ein Uneinsichtig hinzu. Ja. Alles. Macht es nicht gerade einfach. Er lässt uns auch nicht mehr an sich ran. Er fabrikadiert sich da in seiner Türkei und hängt nur noch mit seinem Kumpel Wladimir rum. Und er lässt uns gar nicht mehr teilhaben an seinem Leben. Wichtig ist, dass die Mutti sehr einfühlsam mit ihm redet. Sie meinen die Mutti? Wir sollten wirklich Merkel mit ihm, ja? Meinen Sie wirklich die Mutti? Weil ich meine, sein Frauenbild ist auch sehr traditionell, sehr konservativ. Also Frauen sind da nicht gleichberechtigt bei ihm. Also in seinem Weltbild, da gibt es den Babo und die Bitch. Ich weiß nicht, was er soll, von uns hat er das nicht. Versuchen Sie trotzdem, zugewandt und empathisch zu sein. Und sehen Sie zu, dass sein Trauma nicht wieder getriggert wird. Welches Trauma? Die Putscherfahrung. Ach, die Putscherfahrung. Nein, da hat er doch völlig übertrieben reagiert. Also der Putsch, ich weiß nicht, aber der Putsch... Herr Ehring, nee, das finde ich... Atmen. Hä? Oh. Ja, aber dieser Putsch, ich weiß nicht, der Putsch. Spielen Sie das nicht runter. Dieses Gefühl, nicht erwünscht zu sein, das hinterlässt seelische Narben, zusätzlich zu den Pickeln und der fettigen Haut. Der ist nicht nur Pubertät, der ist 62, verdammt nochmal. Und diese Säuberungsaktion. Ach, er hat einen Waschzwang? Er hat einen Waschzwang, das kann man wohl sagen. 110.000, also Beamteentlassung ohne Ende, dauernd. Also. Ja? 3.800 Richter und Staatsanwälte geschasst, über 6.000 Hochschullehrer. Es wurden tausende Menschen inhaftiert und 150 Medien verboten. Ein Sauberkeitsfimmel, sagen Sie, hat man ihn als Kind dann aufs Töpfchen gezwungen? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, ja, nee. Ja, wenn er sich als Kind nicht erleichtern konnte. Nicht erleichtern? Wenn er nicht befreit Kaki machen konnte. Also okay. Dann sucht sich das später einen anderen Weg. Das zeigt sich dann in der Außenpolitik. Seine Außenpolitik ist ganz schön kacki, das kann man wohl sagen. Aber
Manchmal denke ich auch, wir müssen ihn aus der Wohnung schmeißen oder das zumindest androhen. Keine gute Idee. Damit könnte er sich aufspielen vor seinen Leuten. Das interessiert ihn sowieso viel mehr, was die eigenen Kumpels sagen. Was sagen denn die Kumpels? Was sagen die Kumpels? Die Türkei ist da gewissermaßen gespalten. Die einen sagen, lang lebe Erdogan. Die anderen sagen, mach bitte die Fesseln etwas lockerer. Ne? Also das ist... Auch wenn es schwerfällt, versuchen Sie, das Positive in ihm zu sehen. Aha. Glauben Sie mir, Ihr Recep Tayyip ist ein sehr verletzlicher und emotionaler Mensch. Wirklich? Ich bin mir sicher, er möchte auch gern mal weinen, aber er kann nicht. Ja, aber warum kann er denn nicht? Er steht halt immer auf der falschen Seite vom Tränengas. Vielen Dank. Frau Dr. Ann-Kathrin Schwann-Papper. Das hat geholfen. Ja. Wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich bleibt uns nichts anderes übrig, als auch bei Erdogan nach den guten Seiten zu suchen, mit denen man arbeiten kann. Ich meine, es ist ja bestimmt, man muss ja noch mal genau hingucken, es ist ja bestimmt nicht alles schlecht an ihm. Recep Tayyip Erdogan. Er gilt als ein machtbesessener Despot, der die Demokratie und Meinungsfreiheit in der Türkei mit Füßen tritt. Aber wird ihm dieser Ruf gerecht? Brandneue Extra-3-Recherchen lassen daran jetzt ernsthafte Zweifel aufkommen. Erster Vorwurf: Erdogan unterdrückt die Pressefreiheit und lässt alle kritischen Journalisten einsperren. Doch wir stoßen bei unseren Recherchen auf Hinweise, die ihn entlasten. Hier sehen wir ihn bei einer Redaktionssitzung der Schülerzeitung Pusteblume, die dreist behauptet, dass Erdogans Palast 1001 Zimmer hat. Dabei sind es nur 1000. Und trotzdem ließ er die Zeitung nicht schließen. Kommen wir jetzt alle ins Gefängnis? Nein, ihr werdet nur zwangsverheiratet. Danke, danke. Auch die Verhaftungen und Entlassungen von Staatsbediensteten erscheinen dank Extra-3-Recherchen in einem neuen Licht. Diese Bilder beweisen, alle Entlassenen haben ein üppiges Abfindungspaket bekommen, das uns vorliegt. Darin ein Poster von Erdogan, ein Ratgeber Arbeitslos und Spaß dabei und eine Packung Datteln. Kann jemand, der solche Geschenke macht, wirklich ein schlechter Mensch sein? Und überhaupt, ist Erdogan wirklich ein böser Diktator, der jeden bestraft, der ihm nicht bedingungslos folgt? Unsere Extra-3-Forensiker finden in dieser Szene einen Menschen, der es gewagt hat, Erdogan nicht zuzuwinken. Und das ohne Folgen. Auch dieser Mann, der Erdogan in seiner Zeit als Reifenhändler versehentlich die Schulter ausgekugelt hat, soll angeblich noch leben. Hartnäckig hält sich auch der Vorwurf, dass Erdogan Minderheiten wie Schwule und Lesben unterdrückt. Wir finden Aufnahmen, die beweisen, auch das ist völlig aus der Luft gegriffen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Wir haben uns beim Ayran Flatrate-Saufen kennengelernt. Nächste Woche wollen wir heiraten. Extra 3 fragt, wann hört die haltlose Hetze gegen diesen armen Mann endlich auf? Vielen Dank, Oliver Dohrke und Tobias Döll. Haben Sie das mitbekommen? Diesen Skandal beim Verfassungsschutz? Da müssen wir uns doch als Gesellschaft wirklich mal fragen, wie kann es eigentlich sein, dass ein islamistischer Pornodarsteller dermaßen auf die schiefe Bahn geraten kann? Das war's von uns. Jetzt kommt Dritter Stock links. Die lustigste WG Deutschlands. Bleiben Sie dran.